Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von Alan Wake Remastered. Wir haben übrigens bei der letzten Folge das sogenannte Umspannwerk durchqueren müssen und dabei haben uns jede Menge dunkle Schatten angegriffen. Also die wollten nicht, dass wir dort durchkommen, um zu dieser alten Dame zu gelangen, die uns nämlich helfen kann. Die schützt nämlich eigentlich diese Stadt, möchte es aber im Grunde genommen nicht mehr. So viel kann ich zumindest noch sagen. Und ich muss jetzt gerade Barry und Sarah retten, denn die sind nämlich am Ende der letzten Folge durch einen Heli-Absturz halt hier runtergekommen. Und ich muss jetzt dort hinten hinlaufen. Vielleicht finde ich sie ja gleich. Ich hoffe es zumindest. So, warte mal, hier ist eine Manuskriptseite. Die müssen wir natürlich aufnehmen. Und dann geht's auch gleich los. Sarah entspannte sich fast. Vielleicht konnte sie ja doch alles zum Guten wenden. Plötzlich ertönte ein kreischendes Geräusch wie eine Kreissäge. Hunderte Vögel aus Schatten geformt flogen in die Rotorblätter. Der Hubschrauber ruckelte und das Armaturenbrett leuchtete. Es verriet ihr, was sie schon wusste. Sie würden abstürzen. Barry Wheeler schrie neben ihr auf. Genau, der bei der letzten Folge so getan hat, als wäre ein Rambo. Ich finde es immer noch großartig. Nur die Gegnermassen sind auf Dauer natürlich ziemlich belastend. Aber gut. Was soll's? What? Ja, die kommen jetzt auch noch zu mir, die Säcke. So aber nicht, meine Freunde. Verpisst euch bitte. Gibt's auch nichts zu sehen. Aua. Ich hab da eine andere Idee. Ja, Schissel, ne? Okay, ich glaube, das hätten wir erstmal so weit geschafft. Deswegen gehe ich auch weiter. Da vorne ist ein Licht. Vielleicht kriege ich nochmal irgendwas Anständiges. Zum Beispiel eine Leuchtpistole. Oder haben wir die noch? Ja, wir haben eine, aber keine Munition mehr. Ach genau, die habe ich ja bei der letzten Folge halt verballert. Kannst du auch Revolvermunition mitnehmen? Nö, Batterien auch nicht. Warte mal, kurz reinstellen. Ach, gut. Hätte ich auch über einen Baumstumpf laufen können? Ach, da muss ich jetzt rüber, ne? Ich finde es nur nervig, wenn es halt so viele von den Schatten sind. Au! Oder wenn die Batterie alle ist. So, und was jetzt? Komme ich da überhaupt rüber? Muss ich hier rüber? Jetzt wird es ja richtig heftig, was die Krähen angeht hier. Fast ist jetzt? Danke. Ich muss immer noch Barry und Sarah retten. Und wir sind da. Die Sturzstelle sah schlimm aus. Aber ich glaube, das Wrack war leer. Ja, sieht ganz danach aus. Okay, wir müssen Sarah und Barry finden.
Vielleicht sind sie weitergelaufen. Oh, warte mal. Eine Leuchtfackel. Ich glaube mal, die sind schon auf dem Weg nach oben, oder? Oh, Entschuldigung, Mann. Allergie geht wieder los. So. Dann wollen... Was steht da? The Wellless Room. Okay. Ist irgendwo hier. Meint die den... Das ist recht egal. Geht denn jetzt hier ab? Nein! Boah, Junge! Alter Falter! Hat sich da was bewegt? Hab ich ihn jetzt erschossen? Ich habe ein anderes Ende im Sinn. Ja, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Flammende Auge von Mordor. Ah, mach dich nur lustig. Mussten wir nicht irgendwo hin? Weaver trifft uns am Damm. Wie geil. So, warte mal. Gab's hier nicht irgendwo zum Staudamm gelangen? Es geht ja einmal einen Weg da hinten hin und einmal hier. Ich schätze mal, wir können uns noch eine Kiste holen. Weil hier ist nämlich nichts. Nur eine alte, abgefranste Hütte. Okay, warte mal. Ich folge mal dem gelben Signal. Wer weiß, vielleicht finde ich hier gleich eine Kiste. Mit Leuchtpistolenmunition oder sowas. Vielleicht war das auch damit gemeint. So, na. Perfekt. Oh, das ist eine Abkürzung, oder? Sieht ganz danach aus. Eine alte Scheune mit einem Trecker, der uns aber auch nicht weiterhilft. Wenn du den Großteil der Nacht damit verbringst, vor dämonischen Hinterwäldlern davonzurennen, die dir die Rübe mit einer Axt abhauen wollen, weißt du, dass dein Hubschrauber in Night Springs abgestürzt ist. Bitte, lass uns einfach in Sicherheit bleiben. Was ist mit ihm gerade los? Oh, süßes, süßes Licht. Oh, bitte. Sehen Sie die Lichter? Das ist der Aufzug, den wir nehmen müssen. Ah, ist doch nur ein Klacks. Doch. Warum eigentlich, wo ist er denn hin? Und dann stirbt man. Armloch. Sind wir sicher? Das war... Wow, ich glaube, das war's. Na hoffentlich, Mann. Hoffentlich. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Wir müssen gut aufpassen. Ich zitiere doch noch Star Wars, geil. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der ganzen Sache hier.
Ja, klar, ist nicht nur bei Star Wars vorgekommen, aber trotzdem. Oh, Kaffee! Rufen Sie den Aufzug. Ich passe auf. Ich glaube, hier bewegt sich was. Oh, nee, wenn ich jetzt schon wieder Leuchtpistolmunition kriege, dann werden hier gleich irgendwo Gegner rausbrechen, ne? Ach, das wird lustig. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Sie kamen. What? Ey, wisst ihr was? Ich habe eigentlich auf sowas gar keine Lust. So, die eine Leuchtpistole oder Leuchtpistolenmunition hebe ich mir jetzt auf. Ja, das ist er. Ach, der ist ja neu geschützt durch die Dunkelheit. Und jetzt stirb! Huh. Ja, ich drück den Knopf. Alter! Oben gibt es einen Eingang in den Staudamm. Wie sieht der Plan aus, Wake? Weaver ist verrückt. Doch sie hat was von Zane bekommen, um die Dinge wieder zu richten. Klasse, könntest du bitte noch etwas ungenauer sein? Thomas Zane? Im Ernst? Könnte auch von Paul Bunyan oder Bigfoot sein. Ja, er war real. Okay, auf dem Weg zum Staudamm. Ah, super. Du hast es, Barry. Na, jetzt weißt du ja, wie das Alan geht. Der musste schon die ganze Zeit machen. Auch größtenteils ohne Hilfe. Och nee. Und lass mich raten, dann kommen wieder Gegnerwellen. So, warte mal, ich gehe mich jetzt erstmal umschauen. Denn vielleicht gibt es hier irgendwo eine Kiste. Ja, oder es gibt hier halt nichts. Ich habe jetzt zwar... Naja, so viel Munition habe ich jetzt gerade auch nicht übrig. So, warte mal, ich gucke mich mal kurz um. Es kann auch nicht sein, dass hier nichts ist. Aha, da können wir nicht lang. Da ist ein Kaffee. Der hilft schon mindestens schon mal weiter. Ey, wir müssten schon so viel Kaffee-Intus haben, dass wir eigentlich wie Bender die Zeit verlangsamen könnten. Aber nee, geht nicht. Gut, ich muss mal kurz auf diesen Knopf drücken, weil die anderen können es halt nicht. Ach ja, genau. Gibi. Ja. Was ist hier los? Diesen Weg kommen wir zum Staudamm. Was ist da draußen los? Geht vor und findet Weaver. Sie sollte beim Staudamm sein. Ich muss es da oben allein schaffen. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Doch, das kann's. Die Dunkelheit will halt gewinnen.
Er hat schon Bock zu verlieren, ne? Also eigentlich gar keiner. Und natürlich muss Alan wieder mal alleine durch die Gegend wurscheln. Ach ja, gut. Was haben wir denn hier? Zanes Schuhkarton. Zanes Schuhkarton? Thomas Zane wusste, dass er alles vernichten musste, was dieses Grauen ermöglicht hat. Auch sich selbst. Nur so konnte er das entfesselte Dunkel, das ihn durch die Augen seiner toten Liebe ansah, verbannen. Doch er wusste auch, dass es trotz seiner Mühen vielleicht zurückkehren konnte. Also schuf er, noch während er sich selbst und seine Arbeit in die Nicht-Existenz schrieb, eine Hintertür, eine Ausnahme der Regel. Alles von ihm, das in einem Schuhkarton war, sollte bleiben. Oh! Ob das fehlende Seiten sind? Oder irgendwas, was mir weiterhilft? Man könnte sich auch selbst damit löschen? Wie krank ist das denn? Ich habe halt auch gar nichts mehr, ne? Also wenn es jetzt zum Endkampf kommen sollte, ich hätte halt nichts. Ach genau, ich muss die Straße entlang, wa? Ey, Junge, Mann, wenn die von überall kommen, was soll ich denn da machen? Was zum Teufel war denn das gerade? Ah, das war jetzt gerade sehr merkwürdig, weil die halt von überall kamen, ne? Ich meine, ich hab's ja geschafft, aber mit sehr viel Glück war das gerade verbunden. Okay. Wahrscheinlich müssen wir jetzt die Straße da oben überqueren. Über den Stausee zu fahren. Also das würde mir im Leben nicht einfallen. Ich meine, wir haben ja in Deutschland auch ein paar Staudämme, aber ich bin trotzdem noch nie über einen Staudamm gefahren. So, da muss ich schlagen. Genau, mein Humor. Der Suchscheinwerfer konnte da helfen. Wieso? Brauche ich gar nicht. Ach, okay. Ich bin unterlegen, ich kann das nicht. Nicht mit mir da. Aua. Mann. Ja, ich glaube, ich hätte doch den Scheinwerfer benutzen sollen. Das war jetzt ärgerlich. Okay, warte mal. Jetzt werde ich den einsetzen. Ja, darf ich jetzt auch mal bitte? Zahlenmäßig war ich unterlegen. Der Suchscheinwerfer. Boah, das Einzige, was mir auf den Sack geht, ihr merkt es ja schon, sind halt diese scheiß Gegnermassen. Es sind halt auch viel zu viele. Mann, Alan, Alter, jetzt mach endlich! Unglaublich, ey. Genug. Keinen Schritt weiter. Stopp. Es reicht.
So, jetzt muss ich natürlich rennen, wie auch immer. Ey, dass Ellen halt nur so kurz rennen kann. Wie dumm ist das immer? Ja, genau. Das war jetzt mein Humor, Alter. Was ist denn das für ein Scheiß? Jetzt kommen die ganzen scheiß Gegnermassen nochmal. Dein scheiß Ernst oder was? Der Suchscheinwerfer konnte da helfen. Nimm nochmal die ganze Kacke da auf, ey. So ein Schwachsinn. Ey, es geht mir sowas von auf den Sack, ey. Oh, das kann doch nicht euer scheiß Ernst sein jetzt. Ist das nervig, ey. Ey, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, das ist echt komplett nervig hier. Wenn ich wieder sterbe, kann ich den ganzen Rotz nochmal machen. Kein guter Speicherpunkt war das. Ich hatte es zumindest ab hier gemacht. Guckt euch doch den Kack an! Das kann doch nicht sein. Was soll denn das? Ey, das kann doch nicht deren Ernst sein, ey. Ach, jetzt hat er es gespeichert, ja? Ist aber schön. No! Ey, das ist einfach nur abnormal. Genau, es ist immer Zeit für einen Kaffee. What? Willst du mich gerade komplett verarschen oder was? Ey, das macht mich echt richtig wütend. Die Stelle. Wem fällt denn so ein Piss ein hier? So viele kleine Fehler, die mich gerade ein bisschen nerven. Das ist einfach nur abartig.
aber das Risiko war wahnsinnig hoch. Keine Sorge wegen des Lärms, wir sind sicher. Ich kümmere mich nun schon seit vielen Jahren um den Heldenraum. Es gibt keine Schatten dort. Die Stromversorgung ist ausfallsicher und alle Glühbirnen sind nummeriert und werden regelmäßig nach Marke und Modell ausgewechselt. Klar. Ey, die Stelle hat mich gerade komplett fertig gemacht. Ja. Aber glücklicherweise sind wir weiter. Puh. What? Da kann ich leider nicht rein. Nehmen Sie den. Dann muss ich mich nicht mehr um den Raum kümmern, denn 6, 33 und 118 müssen bald ausgetauscht werden. Und ich will nicht die Leiter hochklettern, um sie auszutauschen, denn es ist schon spät und ich bin müde. Und wenn Sie den nehmen, muss ich das nicht mehr tun. Die Seite war autobiografisch, eine Kindheitserinnerung. Aber ich hatte sie nicht geschrieben. Thomas Zane hatte sie verfasst. Dabei sollten sie doch nicht mehr existieren. Alan, 7 Jahre alt, wehrte sich heftig gegen den Schlaf. Wenn er doch einschlief, wachte er schreiend auf, die Albträume noch frisch in Erinnerung. Eines Abends saß seine Mutter an seinem Bett und gab ihm einen alten Lichtschalter, den sie Klicker nannte. Er sollte ein magisches Licht einschalten können, das Monster verjagte. Um dem Talisman mehr Kraft zu verleihen, erzählte sie, dass sie ihn von Alans Vater hätte. Alan hatte ihn nicht gekannt und alles von ihm wurde in seiner Fantasie mystisch. Den Klicker fest umklammert, schlief Alan endlich wie ein Baby. Jetzt, fast 30 Jahre später, dachte Alan daran, als er am Cauldron Lake stand, den Klicker in der Hand. Er atmete tief ein. Und sprang. Meine Gedanken wirbelten. Ich hatte Alice den Klicker gegeben und doch war er hier. Zane hatte ihn herbeigeschrieben in einer von mir verfassten Geschichte. Ich kann jetzt zu ihr. Ich kann es beenden. Alter Falter, was war denn das gerade für ein Ende der Episode mit dem Klicker? Und vor allem, dass der Thomas Zane über Alan geschrieben hat. What the fuck? Ende von Episode 5. Ja, wenn der, ich sag jetzt mal, wenn die Schwierigkeit bei dem Staudamm nicht so hoch gewesen wäre, dann wären wir schneller dahin gekommen. Aber das war echt heftig. Bisher bei Alan Wake. Ich schrieb eine Horrorgeschichte, die wahr wird. Thomas Zane tat dasselbe in den 70ern. Keinen Schritt weiter. Wenn ich dem Dunkel weiter gehorche, wird meine Geschichte Alice nicht retten. Es ist eine Horrorgeschichte. Niemand wird überleben. Sie kannten Zane! Thomas Zane! Sie sind die Lady des Lichts aus dem Song. Er ließ etwas zurück, was mir hilft. Den Klicker. Alan dachte daran, als er am Cauldron Lake stand. Den Klicker in der Hand. Er atmete tief ein und sprang. Ich kann jetzt zu ihr. Ich kann es beenden. Folge 6. Abreise. Also sind wir kurz vorm Ende. New York vor 2 Jahren. Ich hatte einen Kater. Mein Kopf war kurz vorm Explodieren und das Licht tat mir in den Augen weh. Ich brauchte meine Sonnenbrille und Schmerzmittel. In einem Moment der Selbsttäuschung schwur ich, mit dem Trinken aufzuhören. Erstmal die Brille nehmen. Nimm die Brille! Die Sonnenbrille machte die Welt wieder erträglicher. Jetzt konnte ich die Augen öffnen, ohne mich wie ein Vampir in der Sonne zu fühlen. Aber wenn du Alkohol getrunken hast, ist es gar nicht gut, wenn du danach Schmerzmittel einnimmst, ne? Egal, ist ein Videospiel. Die Pillen wirkten schnell. Die Aussicht, wach zu sein, schien langsam etwas erträglicher.
aber jetzt mal ohne Scheiß. Lebt der jetzt wieder alleine? Warte mal, ich verlasse jetzt mal ins Schlafzimmer. Auf dem Anrufbeantworter war eine Nachricht für mich. Ja, die hören wir gleich ab. Okay, das Gute ist, wir sind jetzt doch nicht woanders. Ich habe jetzt gedacht, wir hätten ein Hotelzimmer oder so. Ich guck mich erstmal um. Okay, warte mal. Weil manchmal gibt es hier vielleicht noch irgendwas, was ich gebrauchen kann. Die Wohnung ist übrigens riesig, ne? Also man sieht, dass er wirklich mit dem Schreiben sehr viel Geld verdienen konnte. Gut, dann gehe ich jetzt nur mal ganz kurz an den Anrufbeantworter und dann geht's weiter, oder? Ist schon lustig, wie er gerade meint, ist nicht gut, wenn man sich bevormunden lässt, aber das tut er jetzt gerade auch mit uns. Da war ein Aufnahmegerät, oder? Am Abend vorher war ich Gast in einer Talkshow gewesen und redete über mein neuestes Buch. Die Show sollte auf meinem Rekorder sein. Na, mal gucken. Casey ging es immer nur um seinen Schmerz. Nein, da steckt nichts Autobiografisches drin. Ich bin glücklich verheiratet. Meine Frau ist meine Muse. Meinen Glückwunsch. Schön, das zu hören. Also, wie läuft Ihre Werbetour bislang? Gut, toll. Aber ich bin auch froh, wieder zu Hause in New York zu sein. Sie waren in letzter Zeit tatsächlich auf jeden Fall. Jede Menge Partys und... Sie sind berühmt für Ihr Temperament. Und ich habe auch ein paar Bücher geschrieben. Ihr neuester Roman heißt The Sudden Stop und ist jetzt überall im Handel erhältlich. Kaufen Sie es auf der Stelle, Sie beiden dort draußen, die es noch nicht haben. Meine Damen und Herren, das ist ich möchte allen heutigen Gästen danken. Alan Wake, Sam Blake, schneiden Sie noch mal die Grimasse für uns, Sam. Danke. Weißt du was? Leg dich wieder hin, Alan. W-
Was? Redest du nicht mehr mit mir? Heute Morgen war ich wütend, weil du gesagt hast, du kommst um Mitternacht und du bist morgens um 7 aufgekreuzt und mitten im Satz eingeschlafen. So, das war's. Bist du wütend? Diese verdammte Tour! Sie ist außer Kontrolle! Oh, Liebling. Sie ist fast um, oder? Dann wird alles wieder normal. Dann kannst du endlich wieder schreiben. Tut mir leid, Liebling. Alan, du bist ganz durcheinander. Geh einfach duschen und wieder ins Bett, ja? Ja, du hast recht. Tut mir leid. Wenn das vorbei ist, lass uns verreisen. Ein Urlaub. Nur du und ich an einem ruhigen Ort. Oh. Und es war vor 2 Jahren? Der ist 2 Jahre auf Tour gewesen, oder was? Bright Falls heute. Irgendwie war der Klicker der Schlüssel zu der Hütte. Ich musste zum Cauldron Lake zurück und Alice retten. Ich gehe zurück zum See, um es zu beenden. Ich schreibe ein Ende für die Geschichte aus dem Manuskript. Und zwar nach meiner Vorstellung, um alles wieder gut zu machen. Wieso kannst du das nicht hier schreiben? Die letzte Seite steckt noch in der Schreibmaschine. Ich muss erst alles genau durchlesen. Es muss einfach alles stimmen. Zane hat ein paar Abkürzungen versucht und das ging nicht gut. Okay, es kann losgehen. Tut mir leid, Sarah. Ich muss das hier alleine machen. Barry, nimm ihre Waffe. Miss Weaver, schließen Sie die Tür, wenn ich gehe. Viel Glück, Al. Wir sehen uns später. Als ich rauskam, war es warm und sonnig. Ich hatte den Schalter des Klickers gedrückt. Hatte er das bewirkt? Ich hatte keine Zeit für Fragen. Ich musste das Sonnenlicht nutzen, um zum See zu kommen. Auf Zanes Seite stand ich am Rande des Cauldron Lake und war kurz davor, den Klicker zu benutzen. Dorthin war ich unterwegs. Tja, eigentlich eine ziemlich interessante und gute Geschichte, die hier präsentiert wird, also immer noch. Allein im Tageslicht, umgeben von der Schönheit des pazifischen Nordwestens, fiel es mir schwer, noch ein letztes Mal die Zweifel runterzuschlucken. Ich konnte immer noch alles auf einen Traum schieben, eine Wahnvorstellung. Ich besaß genug Fantasie, um mir sowas auszudenken. Die ganze Zeit allein in der Hütte, gefangen in einer Geschichte in meinem Kopf, von der Trauer über Alice Tod in den Wahnsinn getrieben, so wie Hartman behauptet hatte. Ich würde es nie erfahren. Ich redete mir ein, dass es eigentlich bedeutungslos war. Mein Kurs stand fest. So, Leute. Ich werde jetzt hier aber die Folge beenden. Hat mich gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Vielleicht sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis denn und tüdelü.